Hallo und willkommen zu dem Spiel Her Tears Were My Light. Übersetzt, ihre Tränen waren mein Licht. Wir starten jetzt einfach mal. Dunkelheit, nichts als Dunkelheit in jeder Richtung. Irgendwann fing ich an, darüber nachzudenken. Sollte hier nicht etwas sein? Etwas, irgendwo? Also fing ich an zu suchen. Ich suchte nach diesem Licht und während ich umherwanderte, sah ich es in der Ferne. Als ich mich näherte, fand ich noch eins und noch ein weiteres. Ein Pfad aus brennenden, strahlenden Lichtern. Sie breiteten sich in die Ferne aus. Ihr stetiges Licht brannte kleine Löcher in die Dunkelheit. Sie faszinierten mich. Ich entschied mich, so lange zu laufen, bis ich die Quelle erreicht hatte. Ich fand ein Mädchen. Sie war gebettet auf einem Meer aus diesen Sternen. Es war ein wunderschöner Anblick. Erinnerung gespeichert. Jemand ist hier. Okay. Space. Oh, sie heißt wie Weltraum. Oh, jemand ist hier. Was sollte ich zu ihr sagen? Weinst du? Ja, sieht man. Entschuldige, aber hast du geweint? Sie hat sogar noch Tränen in den Augen. Ich habe mich so allein gefühlt. Ich kann einfach nicht aufhören. Aber nun ist jemand da. Ich hatte nicht erwartet, dass jemand kommt, aber du bist hier. Ich bin so glücklich. Okay, dann wieder weinen. Das ist süß. Dann hör auf zu weinen, wenn du glücklich bist. Die ist wie Shirahoshi aus One Piece. Cry Baby. Also wirklich Space. Ach, und die andere heißt Time. Ah, Time and Space. Zeit und Raum. Raum und Zeit. Woher kennst du meinen Namen? Ich weiß nicht, das ist mir einfach so rausgerutscht. Wie konnte ich ihren Namen kennen? Sie hatte ihn mir nie gesagt. Aber etwas an ihr fühlt sich vertraut an, wie ein alter Freund. Vielleicht sind sie Dualseelen. Interessant. Das ist unfair. Ich konnte mich nicht einmal vorstellen. Und jetzt muss ich dich nach deinem Namen fragen. Kannst du ihren Namen denn nicht auch erraten? Ich heiße Time. Time, 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 Time. Was tust du da? Wenn ich es achtmal wiederhole, kann ich mich besser daran erinnern. Eine seitliche Acht ergibt Unendlichkeit. Dadurch werde ich das nie vergessen. Okay, lustig. Ich verstehe. Also, Time. Woher kommst du? Ich weiß nicht. Der Anfang. Die Zeit? Ich weiß nicht, was zuerst kommt. Raum? Oder Zeit. Aber ich glaube Zeit und dann Raum, weil Gott erschuf den Raum erst danach. Weil Zeit war ja schon immer da. Auch wenn man es nicht zählt. Ach, keine Ahnung. Jetzt einfach der Anfang antworte. Ich würde ihn Anfang nennen, wenn ich diesem Zeitpunkt einen Namen geben müsste. Ja, Zeit. Anfang. Alles begonnen hat. Gab es denn überhaupt einen Anfang? Man sagt, Gott war schon immer da. Oder irgendwie so. Vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht kam er auch irgendwann zustande. Und dann Raum und Zeit. Kann Gott geboren werden oder war er wirklich schon immer da? Das ist also kompliziert. Keine Ahnung. Der Anfang. Ja, es macht Sinn.
am Anfang zu beginnen. Ist dann dieser Zeitpunkt, in dem wir uns befinden? Die Mitte? Aber du hast hier angefangen, oder? Ich weiß nicht, ob wir es Mitte nennen können. Erst kam Zeit und dann kam Raum. Und wie sind die Göttinnen davon, oder was? Das können wir! Dieser Ort hat sich verändert. Hat er das? Ja, du bist jetzt hier bei MeTime. Also ist davor der Anfang und jetzt ist die Mitte. Zeit. Dann erst Raum und dann Zeit. Da hat sie angefangen. Stimmt, erst der Raum und dann die Zeit. Okay, es macht auf seine eigene Art Sinn. Dieses Mädchen ist sehr direkt. Also gibt es, wenn es einen Anfang gibt, auch ein Ende? Wer weiß. Wahrscheinlich. Wäre eigentlich schade. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht gesehen. Es gibt wahrscheinlich eins. Was, wenn das Ende traurig ist? Der Anfang war einsam. Wird das Ende auch ein einsames sein? Das möchte ich nicht, Schniefe. Nee, vielleicht sind wir unsterblich. Du weinst ganz schön viel, nicht wahr? Ja, weil, schau doch, sobald ich das tue, fallen diese Sterne heraus. Ich hatte schon bemerkt, aber vielleicht ist es unhöflich, darauf hinzuweisen. Ich kann es nicht wirklich erklären, aber irgendwie fühle ich mich durch sie weniger einsam. Also warst du von Anfang an hier und hast Sterne erschaffen? Ja, ich will nämlich dort, wo nichts ist, etwas hinsetzen. Macht das Sinn? Ich denke, das tut es. Was für Dinge tust du, Time? Das Universum bewegen. Also Raum ersetzt Dinge im Universum und Zeit bewegt das Universum. Weil das Universum geht dann anscheinend mit der Zeit. Okay. Ich kann das Universum bewegen. Vorwärts, rückwärts. Ich kann mich zu jedem Moment begeben, den ich schon einmal durchlebt habe. Wow, das klingt nach Arbeit. Sterne zu erschaffen klingt meiner Meinung nach anstrengender. Okay, Leute. Nein, das ist einfach. Schau. Uwe. Die beiden einfach Sterne. Ich wollte dich nicht schon wieder zum Weinen bringen, eigentlich. Ist das eine gute Gelegenheit, es dir zu zeigen? Er hat einfach nur gespeichert, sie wird weinen. Also gut, ich habe mir das Ergebnis gemerkt. Jetzt werde ich zurückreisen zu dem Zeitpunkt, als ich sagte, dass Sterne machen schwerer ist. Dann kann ich versuchen, dass sie aufhört zu weinen. Ich muss die Zeit zurückspulen. Ich habe dafür einen Schalter. Ja, den sehe ich. Erst am unteren Rand des Bildschirms. Wenn ich den Rückspulschalter nicht richtig nutze, werde ich mich im Kreis drehen. Und wenn ich feststecke, kann ich es jederzeit zurücksetzen. Aber vorerst, ich muss die Zeit zurückspulen. Okay. Ich kann also zurückspulen und vorspulen. Interessant. Ah. Hey, fang nicht an zu weinen, nur um zu zeigen, wie einfach es ist, okay? Als hat sie wirklich... wie wusstest du, dass ich vorhatte, das zu tun? Ich habe die Zeit zurückgespult. Das ist ganz einfach, schau. Ja, okay, eigentlich kann man sich das auch denken. Das ist meine Kraft. Du hast zuvor schon einmal geweint, also bin ich zu dem Zeitpunkt davor zurückgekehrt, um dich davon abzuhalten. Wow, du bist unglaublich, Time. Das war nicht sonderlich schwer, wirklich. Weißt du was? Ich habe dich gerade erst kennengelernt, aber es fühlt sich so an, als würden wir uns schon immer kennen. Ja, Zeit und Raum gehören zusammen. Es
Deswegen gehören anscheinend diese zwei Mädchen auch zusammen. Ich kannte deinen Namen vom ersten Moment an, als ich dich sah, also vielleicht ist dein Gefühl echt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, jemals so mit dir geredet zu haben wie jetzt. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, geweint zu haben, bevor du geändert hast. Es muss ein Paradoxon sein. Hey, wie hast du mich überhaupt gefunden? Ich bin einfach nur deinen Stern gefolgt und da warst du. Oh, das bedeutet, hey, wenn wir jemals getrennt werden, muss ich nur weinen, so wirst du mich immer finden können. Sicher, aber gefällt der Gedanke, dich zum Weinen zu bringen, nicht sonderlich. Das muss ich nicht, solange du hier bei mir bist. Ich habe irgendwie Angst davor, wieder allein zu sein. Oh nee, nicht schon wieder anfangen. Also gut, ich bleibe. Es sieht sowieso nicht so aus, als gäbe es da draußen noch jemand anderen. Ich habe keinen Grund zu gehen. Jemand anderes? Oh nein! Wenn dort draußen jemand anderer ist, findest du nicht, wir sollten versuchen, ihn zu finden? Nein, lass es uns nicht tun. Ja, das sollten wir. Es wäre vielleicht ganz interessant. Du willst nicht, dass sie sich einsam fühlen, oder? Genau, ich bin so froh, dass du mich verstehst, Time. Süß. Wir wanderten zusammen in das Nichts, um zu sehen, ob wir dort draußen irgendetwas finden würden. Aber alles, was wir fanden, war Finsternis. Und je mehr Finsternis wir fanden, desto mehr weinte Space. Ich mochte es nicht, wenn sie weinte. Ich wollte nicht, dass sie sich einsam fühlte. Aber dadurch macht sie die Sterne wenigstens, dann ist es nicht so finster. Zu meiner großen Erleichterung war sie bereit, sich auszuruhen, als ich es vorschlug. Ich schloss meine Augen für eine Weile. Aber als ich sie wieder öffnete, war ich wieder zurück in der Finsternis. Space? Keine Antwort. Erinnerung gespeichert, sie ist weg. Oh nein. Was war passiert? Die ganzen Sterne waren auch weg. Hatte ich einen Fehler gemacht? Ich werde von hier aus zurückspulen. Zu der Zeit, bevor ich meine Augen schloss. Ach so, wenn man weitergeht, dann geht es eh nicht. Okay. Ich schloss meine Augen für eine... Okay, weiter. Ich werde meine Augen diesmal nicht schließen. Ich muss aufmerksam sein, damit das, was alles dunkel gemacht hatte, mir nicht entging. Time, du siehst auf einmal so ernst aus. Etwas Seltsames passierte, aber ich wusste nicht, was es war. Etwas Seltsames? Während ich in den Kosmos blickte, bemerkte ich etwas, was eine Gruppe von Sternen in der Ferne verdeckte. Ein schwarzes Loch. Ich hatte die Anomalie ausfindig gemacht. Ich konnte es gerade so auf dem dunklen Untergrund der Leere erkennen. Da draußen war wirklich jemand. Oh. Sobald sie bemerkten, dass ich sie wahrnahm, verschwanden sie. Ich schaute ganz genau in die Richtung, in der sie zuvor standen. Ich glaubte, ich könnte sie in so einer Entfernung ganz einfach wiederfinden. Aber ganz plötzlich... Sie erschien genau hinter Space. Time, was bist du? Neil. Hä? Erinnerung gespeichert, ihr Untergang. Sie sprang genau durch Space hindurch und löschte dabei irgendwie ihre Existenz aus. Gottes Willen. Ich glaube, Neil ist anscheinend die dunkle Version von Space. Die ist wieder zerstört. Was erschaffen worden ist, oder was? Die Sterne um uns herum verdunkelten sich und wurden schwächer, während sie verschwand. Das war schon mal passiert, das hatte ich verpasst, als ich meine Augen von ihr abwandte. Es war schrecklich. Dann halt sie nächstes Mal nochmal ganz nah bei dir und lass es nicht zu. Ich wollte, dass es aufhörte. Dort, wo Space bis eben noch stand, war nun nur noch Neil. Was hast du mit Space gemacht und den Sternen? Du hast all die Schönheit weggenommen. Jetzt ist das Einzige, was übrig ist, das Nichts. Aber es ist doch auch so wunderschön. Ist es das nicht?
Nein, nein, ich mag es nicht. Gib Space zurück. Gib ihre Sterne zurück. Wenn du das wirklich willst, werde ich dich in diesem Moment einschließen, bis du es verstehst. Eine Erinnerung gespeichert, ein Ende. Nein, ich werde es nicht akzeptieren. Aber was kann ich tun? Wenn ich zum Anfang zurückkehre, wenn ich jetzt von vorn anfange, könnte ich es ändern. Ansonsten werde ich in der Schleife gefangen sein. Warum kann ich nur bis hierher zurückspulen? Wenn ich vorwärts spule, ist das Einzige, was ich sehe. Warum hältst du mich davon ab, die Zeit zurückzuspulen? Warum kann ich nicht zurückkehren und Space vor dir beschützen? Das wäre nicht fair. Fair? Es ist nicht fair, dass du sie mir plötzlich weggenommen hast. Dir gefällt das nicht? Nein, nein, ich mag es nicht. Gib Space zurück, gib ihre Sterne zurück. Wenn du das wirklich willst, werde ich dich in diesem Moment einschließen, bis du es verstehst. Okay, ich muss anscheinend ganz zurück. Dann nochmal vorspulen. Hä? Jetzt check ich gar nichts mehr. Sind Sie sicher, dass Sie zunächst den Ausgang vorspulen möchten? Ja. Hä? Bis dahin geht's nicht mehr. Auch nur nein. Komisch. Vorsprung geht nicht mehr. Hä? Wie spiele ich denn weiter?